Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Michael Müller, Sie haben hier am 2. Mai zur Befreiung Berlins geredet. Wir haben Zeitzeugen gehört, die den Holocaust überlebt, die den Krieg durchlitten und die Befreiung vom Faschismus erlebt haben. Es war sehr bewegend und ich bin froh, dass Sie als regierender Bürgermeister dazu die passenden Worte gefunden haben und auch den richtigen Ton getroffen haben. Ich sage das, weil in diesen Tagen es vielleicht nicht der richtige Ton ist, so ganz besonders stolz auf die Leistungen des Nachkriegsdeutschlands zu sein, sondern vielmehr darüber zu reden, aus der Perspektive der Opfer und des Leids, das die Nazi-Barbarei angerichtet hat. Und das gelingt in diesen Tagen, da viel über das Kriegsende vor 70 Jahren geredet wird, nicht jedem deutschen Politiker. Ich möchte mich deshalb bei Ihnen, Herr Regierender Bürgermeister, für Ihre Rede noch mal ganz persönlich ganz herzlich bedanken. Denn, lieber Michael Müller, Sie haben es geschafft, der Opfer der Nazi-Barbarei und des Krieges zu gedenken, den Befreiern zu danken und auch einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen und unsere historische Verantwortung ganz aktuell zu belegen. Sie haben den Alliierten gedankt und dabei die besondere Rolle der Roten Armee und der polnischen Kämpferinnen und Kämpfer betont. Sie, Herr Präsident, haben den ersten Stadtkommandanten und Berliner Ehrenbürger Nikolai Bersarin gewürdigt. Das alles kommt manch anderem in der deutschen Politik nur sehr schwer über die Lippen. Aber es ist nun mal ein historischer Fakt, dass Berlin von der Roten Armee befreit wurde und dass die Nazi-Armee in keinem anderen Land so gewütet hat wie in Polen und in der Sowjetunion. Und unabhängig davon, wie man zum Stalinismus, zur heutigen Regierung in Russland oder anderen ehemaligen US-Staaten steht, den Männern und Frauen, die ihr Leben eingesetzt haben, um den deutschen Faschismus das Handwerk zu legen, gebührt unser Dank und unser ehrendes Anerkennen. Und das Erinnern historischer Fakten ist wichtig, denn es geht um das Lernen aus der Vergangenheit. So wie wir hier sitzen, haben wir eine historische Verantwortung. Meine Damen und Herren, das ist keine Gedenkredenfloskel. Diese Verantwortung ist konkret. Sie bedeutet, dass überall da, wo Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, wo rechtsextreme, menschenfeindliche Ideologie gepredigt wird, Demokratinnen und Demokraten aufstehen müssen. Wir müssen mit dem Erinnern an das grauenhafteste Kapitel deutscher Geschichte Aufklärung betreiben. Wir müssen uns NPD, Kameradschaften und Pegida, Bergida und wie der ganze Spuk sich schimpft, immer wieder entgegenstellen. Jeder und jede, so gut er oder sie kann. Ja, meine Damen und Herren, das ist oft anstrengend, aber es muss getan werden. Am Stammtisch, wenn rassistischer Unsinn über Flüchtlinge gesprochen wird, im persönlichen Umfeld, wenn geschichtsvergessene Dummheiten erzählt werden, auf Demonstrationen, wenn Nazis versuchen zu provozieren und einzuschüchtern. Und nebenbei, es wäre schön, wenn bei den jährlichen Kranzniederlegungen am 8. und 9. Mai wieder mehr Berliner Politikerinnen und Politiker teilnehmen. Denn das können Sie mir glauben. Der Kreis derjenigen, die zum Beispiel am polnischen Ehrenmal in den letzten Jahren des Tages der Befreiung gedachten oder an den sowjetischen Ehrenmalen im Treptower Park oder an der Straße 17. Juni, dieser Kreis war sehr, sehr überschaubar. Ich finde das beschämend. Und vielleicht hilft ja der Hinweis von Götz Ali, dass man an diesen Tagen, an diesen Orten der Opfer und der Befreier gedenkt und nicht der aktuellen Regierung. Meine Damen und Herren, wer heute über das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Faschismus spricht, muss auch über Flucht und Asyl in diesen Tagen reden. Das haben Sie getan, Herr Regierender Bürgermeister. Man muss aber auch darüber reden, dass derzeit die UN die Bundesrepublik auf Rassismus und auch staatlichen Rassismus untersucht und besorgniserregende Befunde hat. Man muss darüber reden, weshalb so etwas wie der NSU-Skandal in Deutschland passieren konnte. Wie es dazu kommen konnte, dass sich Mitarbeiter des bundesdeutschen Staates im Umgang mit Rechtsextremisten in Komplizenschaft begeben hat. Ja, Komplizenschaft. Während ein Teil der Sicherheitsbehörden über V-Leute
am Aufbau von militanten und terroristischen Strukturen im rechtsextremen Bereich mitgewirkt hat, hat ein anderer Teil der Sicherheitsbehörden bei den Mordtaten einen rechtsextremen Hintergrund schnell ausgeschlossen und die Familien der Opfer unter Verdacht genommen. Das sind bittere Fakten, die nur von Leuten bestritten werden können, die die Augen ganz fest verschließen. Und dass sich jetzt nach dem Ende des Bundestagsuntersuchungsausschusses schon wieder eine Haltung breitmacht, die da sagt, so ist ja alles aufgeklärt, das Thema wird abgehakt, das finde ich erschütternd. Gleichzeitig radikalisiert sich wieder die rechtsextreme Szene in Berlin. Sie sagen, die V-Leute sind unverzichtbar, um die Szene wirklich wirksam zu bekämpfen. Aber sie kriegen in Berlin die Nazis schlicht nicht in den Griff. Die Nazis bedrohen Flüchtlinge. Sie bedrohen Unterstützerinnen und Unterstützer von Flüchtlingen. Sie verüben Anschläge. Sie bedrohen Politikerinnen und Politiker. Sie demonstrieren vor der Haustür der Bundestagsvizepräsidentin. Das alles ist unerträglich und nicht hinnehmbar. Lieber Herr Regierender Bürgermeister, ich weiß, dass Sie das persönlich auch so sehen. Aber Sie müssen sich fragen lassen, was Ihr Innensenator tut. Was tut er, damit rechtsextreme Straftaten und Bedrohungen schnellstmöglich ermittelt werden, dass die Opfer Schutz bekommen? Und last not least, tut er wirklich alles, dass erneute NPD-Verbotsverfahren nicht gefährdet wird? Es wird Sie sicher nicht beruhigen, wenn ich Ihnen sage, dass der Innensenator bisher nicht den zweifelsfreien Nachweis erbracht hat, dass in den Führungsstrukturen der NPD keine V-Leute mehr unterwegs sind, wie das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Und wir wüssten übrigens auch schon ganz gerne, was der Innensenator vorhat, um Provokationen von Nazis am Kapitulationsmuseum in Karlshorst oder jetzt am 9. Mai vor dem Reichstag zu verhindern. Meine Damen und Herren, der deutsche Faschismus hat nicht wenige Flüchtlinge und Migranten produziert. Und großartige Berliner wie Ernst Reuter, Willy Brandt oder Bertolt Brecht und Marlene Dietrich, nicht als Flüchtlinge, aber als Migrantin, waren dabei. Marlene Dietrich würde vielleicht heutzutage als Fluchthelferin gelten, denn sie hat Flüchtlinge unterstützt. Das Asylrecht hielt als Lehre aus dem Faschismus Einzug ins Grundgesetz. Aber Anfang der 90er Jahre hat der Bundestag quasi als Kapitulation vor dem Stammtisch das Asylrecht auf einen kümmerlichen Rest reduziert. Das zeigt sich jetzt ganz deutlich, da wieder mehr Menschen auf der Flucht sind. Unser neuer Ehrenbürger Michael Blumenthal, selbst als Kind geflohen, und Sie, lieber Michael Müller, haben ihn dankenswerterweise mehrfach zitiert, hat die Flüchtlinge als Schatz für die Gesellschaft bezeichnet. Und er hat gesagt, dass Berlin, um diesen Schatz zu heben, auch mehr Geld in die Hand nehmen müsste. Recht hat der Mann. Herr Innensenator, Berlins neuer Ehrenbürger hat nicht gesagt, ignoriert die Empfehlungen der Härtefallkommission. So wie Sie es bei 2/3 der Fälle tun und gegen den humanitären Wunsch der Kommission abschieben. Wer vor Krieg, Verfolgung und Tod auf der Flucht ist, dem muss geholfen werden. Punkt. Und wer es bis hierher schafft, dem muss ein Weg in ein normales Leben eröffnet werden. Alles andere ist inhuman und geschichtsvergessen. Leider ist der demokratische Konsens, den es bei den Vätern des Grundgesetzes zum Thema Flüchtlinge gab, löchrig geworden. Das ist ein trauriger Befund. Der 8. Mai sollte Anlass sein, auch darüber nachzudenken. Meine Damen und Herren, vor 70 Jahren hat die Rote Armee unsere Stadt vom Faschismus befreit. Und 89% der Deutschen betrachten den 8. Mai heute als Tag der Befreiung, nicht als Niederlage. Das ist schön. Und wir sind sehr dankbar, dass Richard von Weizsäcker vor 30 Jahren mit seiner berühmten Rede diese Erkenntnis im Bewusstsein der bundesdeutschen Gesellschaft befördert hat. Und Herr Saleh, das war damals nicht ohne Gegenwind. Der Mann musste sich einiges anhören der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Dass es heute so einen Konsens gibt, 30 Jahre danach, ist Errungenschaft einer ausführlichen Debatte, die der Mann angestoßen hat. Und dafür nochmal danke. Gleichzeitig ist es mehr als besorgniserregend, dass rechtsextreme Einstellungsmuster, dass Rassismus und Antisemitismus bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet sind. Wer es nicht glaubt, lesen Sie die aktuellen Studien. Auch deshalb sollte Berlin dem Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen folgen und den 8. Mai als Tag der Befreiung zum Gedenktag machen.
Noch haben wir das Glück, Zeitzeugen hören zu können, Überlebende des Holocaust, Menschen, die Widerstand geleistet haben. Es werden leider von Jahr zu Jahr weniger, Frau Popp hat es schon angesprochen. Und um Erinnerung und daran, was den Ereignissen vorausging, wachzuhalten, ist es eben manchmal auch notwendig, Gedenken zu institutionalisieren. Wir haben der Zeitung entnehmen können, es gibt jetzt in der Stadt endlich eine politische Mehrheit dafür, den Tag der Befreiung zum Gedenktag zu machen. Nach 70 Jahren und 30 Jahre nach der Weizsäcker-Rede wird es endlich Zeit. Liebe CDU, geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön.